Grüß euch zusammen, herzlich willkommen mit Don Matteo unterwegs. Wir sind wieder in England und zwar bewegen wir heute zweimal eine Class 92, wobei eine die andere zieht. Und wir werden in Richtung Orpington unterwegs sein. Und das ist eigentlich schon alles, was ich am Auftrag habe oder weiß. Ich zeige euch kurz mal die Strecke auf der Karte, damit ihr wisst, wo wir uns hinbewegen werden. Wir sind im Moment hier in dieser Position auf dieser Umfahrung. Da auf dieser unteren Umfahrung werden Wandsworth werden wir warten kurz und dann geht es weiter. Denmark Hill, dann geht es rund über die Cat Ford Loop-Strecke, bis wir dann hier Bickley runter in Orpington sind. Das ist dann unser Endziel. Und wie gesagt, mehr weiß ich im Moment nicht. Das Szenario ist so mager ausgestattet. Ich muss einfach diese Lok da hinten dran dorthin bringen. Aber es geht da schön durch die englischen Vorquartiere oder Vorstädte. Und das ist natürlich interessant, wenn wir da mit diesen schönen Loks durchfahren dürfen. Heißt aber auch, dass wir die Augen offen haben müssen, weil wir als quasi Störfaktor in den Regelbetrieb da eingebaut sind. Also wir werden sicher wieder immer mal gelb sehen oder vielleicht sogar auch halten müssen. Die Class 92 ist übrigens eine Zwei-Strom-Abnehmer, gesagt, Zwei-Stromabnehmer-Lokomotive. Die kann per Stromschuh den Strom beziehen, wie sie das jetzt hier macht, oder eben auch per Panto hier oben. Also das ist eine wirklich gut einsetzbare Lok und sie wurde, glaube ich, auch zertifiziert für den Eurotunnel, damit sie dort eben auch mithelfen kann, Lasten zu verschieben. So, ich hüpfe in den Führerstand und muss ziemlich rasch aufrüsten, weil ich gar nicht groß Zeit habe, da rumzusabbeln, sondern ich muss gleich loslassen, sonst bin ich dann nicht zeitig an diesem Ort. Ich wünsche euch viel Spaß und danke, dass ihr eingeschaltet habt. So, aufrüsten geht wie gewohnt, Schlüssel rein, Richtungswender nach vorne. Bestätigen. Wir lösen da die Sicherheitsbremse und die Bremse und schalten das Licht ein und gehen dann auch schon los, weil wir Doppelgelb haben. Und schalten da oben noch das Instrumentenlicht ein. Da ist auch schon der S-Bahn-Dienst unterwegs. Durchfahren, das macht ja auch Spaß und da gibt es immer auch viel zu sehen.
So, wir halten da mal. Signalbrücke, da habe ich einen guten Überblick. Da kann ich das Ganze beobachten. Weil so wie das aussieht, da muss ich ja jemandem noch den Vortritt lassen, nämlich da sehen wir, dass hier ein Richtungswechsel stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, ob das uns betrifft. Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall bin ich hier schön geschützt und kann da schauen. Das ist halt eben dann das Los der ja, der Lokführer, die so Zwischendienste machen, da so Züge von A nach B verschieben oder irgendwo kurz da was einspringen, die sind dann halt abgestraft und müssen des Öfteren vielleicht auch warten. Sieht jetzt ganz cool aus, ein Wettrennen. Diese beiden werden da cool, ne? Aber ich hüpfe mal schon wieder in meine Maschine, weil oder was sollte ich dann losfahren dürfen? No, das klappt doch. Weiter in Richtung unserer Zielstadt. Die Lok ist übrigens von DTG, die kann man dort erwerben. Ist aktuell noch nicht mit der Armstrong Powerhouse aufgemotzt, aber vielleicht kommt das noch.
ganz ruhige Fahrt haben wir da vor uns. Schön, wenn man da so über den Dächern fahrt, quasi. Ja, wenn halt die Stationen so nacheinander sind, dann gibt es immer wieder Rückstau. Es beginnt jetzt noch zu regnen. Da ist ja ordentlich was los. Müssen wir da mal wieder halten. Speed noch etwas schneller machen können. Wenn es dann schon so regnet, dann in der 19, die uns da vorbei rauscht.
das Wetter wechselt offenbar schnell in England. Das ist man sich ja gewohnt. Jetzt habe ich da noch den Lock abgestellt, da ich die falsche Taste erwischt habe. Quittieren, genau. Und los geht's. Mit Ablenkung. Also die Taste P wie Peter ist für den Strombereich, also eben für den Stromschuh, wenn man mit Stromschuh fährt. Oder auch für den Bügel, je nach je. Sehr, sehr, sehr anspruchsvoll das Szenario, dass man da gut aufpasst. Auch noch bei diesem Wetter da jetzt. Dass man nicht etwa über ein halbzeigendes Signal rutscht. Ungemütliches Wetter. Und die Signalabstände sind auch extrem kurz, also wenn man jetzt da eben alte Warten signalisiert bekommt, ist es dann schon schier auf dem Anzeigensignal, also da muss man wirklich achtsam sein, dass da nicht irgendwie etwas passiert. Wir fahren da jetzt einfach mal ganz langsam aufs Signal zu. In der Hoffnung, dass sich das dann stellt. Das wäre jetzt der Fall. Wieder einen Block weiter. Dafür macht das Wetter jetzt schon langsam wieder
fertig mit Regen. Das ist ja auch positiv. Stellen wir den mal ab. So, und wir gehen da jetzt rechts weg. Es ist immer so eine Lotterie, wenn man da so durch die Landschaft schlängelt und hinter jeder Kurve da irgendwo ein Signal auftaucht, das dann entsprechende Reaktionen auslöst. Wenn wir uns da mal so etwas in die Höhe beamen, sehen wir auch, wie intensiv das ausgestaltet ist hier. Auf dieser Map. Und sofort geht's wieder ins Bremsen. Gelb. Doppelgelb sogar. Also es ist nichts für stressige Lokführer da, sondern man braucht es große Geduld. Es ist jetzt halt wieder mal ein Szenario, das mehr auf die, wie soll ich dem sagen, auf die ja, Reaktion und aufs Aufpassen geht und nicht unbedingt von A nach B fährt. Also wir fahren ja auch von A nach B, aber wo es einfach
halt immer wieder Hindernisse hat. Und wenn man jetzt im Schnellbahndienst ist oder auch im S-Bahndienst, hat man eine höhere Priorität als jetzt hier als Lokzug. Deshalb ja, es ist etwas anspruchsvoller, das zu fahren. Mal kurz die Karte konsultieren, wo wir denn sind. So, wir sind jetzt da Catford. Jetzt kommen wir denn da über den Loop und das ist derjenige, der uns da etwas bremst. Und da geht es dann runter. Das ist richtig. Ist da. Das ist zu stark abgebremst. Schön in die Kurve reinliegen da. Gerade noch im letzten Moment hat es noch umgeschaltet. Sie bremst auch nicht so wahnsinnig stark da. Deshalb ist einfach Vorsicht geboten und die 60, die sind jetzt im Moment wirklich nur zum Anschauen, aber die kann ich im Moment nicht ausfahren. Aber die Scheiben trocknen auch schön ab, dass man auch wieder etwas besser nach draußen sieht. Gut 7 Meilen. Da vorne haben wir schon wieder rot. Da sehen wir noch Abstellungen auf der linken Seite. Die noch eine 465.
Das ist wieder eine 319 da. So, jetzt hatten wir dann einen Abschnitt, der etwas länger unsignalisiert ist in dem Sinne. Aber auch da ist es halt schwierig, wenn man jetzt zu viel Leistung aufschaltet und es dann ein HP0 ist. Ja. Und da haben wir wieder zwei ganz kurze. Also das geht da hin und her. Da wäre jetzt so eine digitale Übertragung auch cool, wenn man schon wissen würde, wie die Signalstellung des nächsten Signals ist. Ach, jetzt ist sogar grün. Also es tönt ja schon mal. Dann werden wir sicher bis zu diesem Signal fahren können. Das ist auch ein angenehmer Klang da des Signalisationssystems, nicht das harte Bimmeln da. So ganz ein weicher Signalklang. Der ist auch grün, wunderbar. Und noch eine Ablenkung. Das Vorsignal sagt auch Fahrt. Und zwar grün, jawohl. Die SIFA war das. Die will ja auch bedient sein. Also wenn es mir recht ist, müsste das jetzt Beckham Junction sein. Können wir dann kurz prüfen. Da ich hab Fahrt. Das müsste jetzt... Ach nein, Shortlands. Sorry, Shortlands. Dann hab das verwechselt. Sieht ähnlich aus. So, jetzt scheint's, dass wir der Bremse da vor uns weg zu sein. Shortlands, da, also Beckenham Junction war ja weiter hinten noch. Es ist
Wir sind ja quasi vor Beckenham. Junction ist aus dieser Seite betrachtet runtergekommen, deshalb konnten wir das ja gar nicht sehen. Alles überbaut dann. Und das müsste jetzt Big Clay sein. Ja, genau, das passt. Vorne würde es jetzt dann rechts runtergehen Richtung Orpington. Die Signalanzeige macht das auf jeden Fall schon deutlich, dass es nach rechts weggeht. Richtungswender oder unsere Richtung zu verlassen. Jetzt beginnt es wieder zu regnen. Und ihr seht, der ganze Streckenabschnitt ist also mit der Stromschiene ausstaffiert. So, jetzt binden wir da wieder in die Hauptstrecke ein. Da muss man wieder wahnsinnig gut aufpassen. Unser Ziel kommt schon in Reichweite, würde ich mal sagen.
Es geht nicht mehr so wahnsinnig lang, knapp eine Meile. Und dann machen wir unser Ziel erreicht. Also ich muss sagen, das Szenario hat mir sehr gefallen. Sie war anspruchsvoll. Es ist halt jetzt mal was anderes. Nicht Güter- und nicht Personendienst, sondern eher so ein Verschiebedienst von A nach B mit den nötigen Einschränkungen, die man hat. Dass man halt einfach nicht so Hebel on the Table machen kann und dann losdüsen. Die Einfahrt ist gestellt auf Plattform 5, das passt auch. Da ist die Depotanlage von Alpine. Wir sollen den Radar einfach halten. Ausgerechnet, wenn wir kommen, regnet es da in Strömen. Da vorne schon einen Kollegen stehen. In dieser orangefarbenen Uniform. Der wird den wohl den Zug übernehmen. Sagen, halten wir mal da. Grüß dich, Kollege. Wir sind da. Wir müssen dann noch kurz über dieses Aufwinden. Auch eine größere Bahnhofsanlage. Kopfgleisen, also wo auch S-Bahn-Dienst dann wieder wendet, wo es auch weitergeht. Das Wetter ist, wie gesagt, jetzt wieder nicht so schön. Hier seht ihr noch die Karte von Adam Hyde, der das Szenario gebaut hat. Wie immer ein tolles Szenario, er macht sehr gute Szenarien. Ich fahre seine wirklich auch sehr gerne. Und ja, mit diesen Eindrücken würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Don Matteo unterwegs. Bleibt gesund, tschüss zusammen.